Ist der Kader von Borussia Mönchengladbach wirklich so schlecht, wie alle sagen? Man hört immer nur, die Abgänge von Hofmann, Benzebaini oder Thuram sind nicht zu kompensieren. Ich finde, Don Virkus und Gerardo Seoane haben eigentlich ganz gute Arbeit geleistet im Sommer. Erstmal hat man mit Jonas Omlin einen absolut soliden Keeper hinten drin. Dann haben sowohl Marvin Friedrich als auch Ko Itakura ihre Bundesliga-Tauglichkeit schon unter Beweis gestellt. Und jetzt hat man mit Maximilian Wöber noch einen Premier League-erfahrenen Innenverteidiger mit dazugeholt. Auf der rechten Schiene hat sich Neuzugang Frank Honorar eingespielt. Drei Vorlagen in den letzten beiden Partien lassen sich auf jeden Fall sehen. Die Doppelsechs, bestehend aus Weigel und Neuhaus, kommt insgesamt auf 16 Länderspiele, also auch das geht definitiv schlechter. Und links baut man auf Youngster Luca Netz. Und auch was die Offensive angeht, muss man sich keinesfalls verstecken, denn man hat mit Nathan N'Gumou den Gewinner der Vorbereitung. 4 Treffer, 2 Vorlagen. Auch das, was Thomas Tschwanchara bisher gemacht hat, ist verheißungsvoll. Dann noch Alassane Plea und in der Hinterhand Ivandro Borges Sanchez, Leon Grandranos, die beiden Youngster und Robin Hack. Meines Erachtens kommt Gladbach viel zu schlecht weg. Ich denke, die werden sich so zwischen Platz 8 und 10 einpendeln.